in einer bestehenden Wolfsgruppe ein Weibchen zu integrieren oder andere Tiere ist sehr, sehr schwierig. Deswegen haben wir die alle kassiert und lassen dann die Gruppe so, wie sie ist, erstmal auslaufen. Hast du auf deine Finger auch da Strom drauf? Um dann eine neue Gruppe zu organisieren. Die Wölfe bekommen bei uns zwei Mahlzeiten am Tag. Die erste besteht daraus, dass wir früh morgens gucken, ob alle da sind, wie es jedem Tier geht. Da kriegt jeder zwei Küken, das ist nicht viel. Und nachmittags bekommen sie dann jeweils so 1 bis 2 Kilogramm Fleisch pro Tag, wobei aber ungefähr 1 bis 2 Fastentage in der Woche normal sind. Das heißt, da bekommen die Tiere also nichts zu fressen. In der freien Wildbahn kriegen die ja auch nicht jeden Tag was zu fressen. Und deswegen haben wir das bei uns im Tierpark auch so arrangiert. Bei uns bekommen die hauptsächlich Pferdefleisch, frisch vom Metzger, also nicht irgendwelches schlechtes Fleisch. Bei uns die Tiere bekommen nur frische Sachen oder Rinderfleisch. Da kriegen sie Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten oder auch andere kleine Tiere. Am besten für alle Raubtiere sind immer Ganzkörperfütterungen. Das heißt, ein ganzes Tier, wie zum Beispiel ein Kaninchen, mal ein Schaf, mal eine Ziege, das ist für die eigentlich so das Beste, was man füttern kann. Weil da alles mit drin ist, alle Vitamine und Mineralstoffe durch die Innereien, durch das Fell, durch die Knochen. Ansonsten muss man das halt nämlich mit Pulverchen immer zuführen und deswegen machen wir das auch auf Stufe, dass wir Ganzkörperfütterung machen. Oma, der hatte sich mal arg wehgetan. Vor dem Wolf muss man auch an sich keine Angst haben. Der Wolf ist ein sehr, naja, friedfertiges Tier. Also wenn wir auf die Anlage gehen zu zweit, ist der Wolf auf der Seite und wir sind auf der Seite. Also der interessiert sich überhaupt nicht für die Menschen. Die Medien, die pushen das einfach viel zu viel hoch und sagen immer der böse, böse Wolf. Aber eigentlich ist das schon viel, viel früher da gewesen als wir Menschen. Und wir sollten ihn auch eigentlich akzeptieren in seiner freien Umgebung und natürlichen Umgebung. Und deswegen gar nicht so drauf viel geben, was die Medien sagen, sondern sich ein eigenes Bild von dem Wolf machen. Der ist eigentlich ein sehr faszinierendes Tier, was familienbezogen ist. Also die leben wirklich nur im Familienverband. Das heißt,